Herr Dr. Gassner, in Ihrem neuen Buch Urknall, Weltall und das Leben gibt es eine Überschrift: Materie besteht nicht aus Materie. Was ist es denn, dass die Welt im Innersten zusammenhält? Ja, und das jetzt in zwei Sätzen. Woher kommt es? Weil wenn wir die Materie betrachten, also wenn ich hier meine Hand nehme und diesen Tisch hier nehme, dann entsteht der Eindruck, ich hätte hier harte Materie. Wenn ich aber diese Dinge auflöse, wenn ich sie also immer genauer betrachte, dann lande ich bei skurrilen Landschaften, obwohl es scheinbar ebene Oberflächen sind. Und diese skurrilen Landschaften vergrößere ich immer weiter und erkenne Moleküle. Das ist schon mal nicht schlecht für einen Naturwissenschaftler. Wir sind es gewöhnt zu reduzieren, immer weiter, immer weiter. Wir kommen also irgendwann an bei den Atomen, die diese Moleküle bilden. Und diese Atome, die stellen uns dann schon vor größere Probleme, die sind nämlich mehr oder weniger leer. Da gibt es einen Kern. Okay, der Kern, um das mal zu vergleichen, in einem Fußballstadion wäre der Kern so groß wie ein Reiskorn im Anstoßkreis, wenn das Atom so groß wäre wie das Fußballstadion. Und außenrum kreisen jetzt die Elektronen. Dazwischen ist sehr viel nichts. Und wenn wir jetzt in den Kern hineinschauen und die Bestandteile betrachten, dann ist in diesen Bestandteilen wieder sehr viel nichts. Die bestehen jetzt aus Protonen und Neutronen. Und wenn wir in die hineingehen, dann sehen wir, gibt es noch mal kleinere Bestandteile, die Quarks. Das ist der Stand der Technik im Augenblick. Und diese Quarks werden von etwas zusammengehalten, das wir Gluonen nennen, von Kleber, Englisch Glue. Nur diese Teilchen, und jetzt wird es wirklich spannend, diese Teilchen sind sogenannte Elementarteilchen. Die sind aus nichts anderem mehr zusammengesetzt. Und diese Elementarteilchen müssen masselos sein. Warum müssen sie das sein? Ansonsten ist die gesamte Theorie, die wir Standardmodell nennen, fehlerhaft. Nur wenn wir masselose Terme einsetzen für Elementarteilchen, kommen sinnhafte Ergebnisse raus. Die sind aber wiederum so gut, dass wir fest davon überzeugt sind, dass dieses Modell richtig sein muss. Da können wir Werte wie das magnetische Moment auf 15 Nachkommastellen rechnen. Wir können ins Labor gehen, können das messen und wir messen wieder diese 15 Nachkommastellen. Das ist ein unglaublicher Erfolg gewesen, dieser Theorie. Und jetzt sind wir bei diesen masselosen Elementarteilchen angelangt. Nur stellt sich doch jetzt die Frage, ja Moment, gestartet sind wir doch mit diesem Tisch. Und jetzt am Ende ist alles nichts? Die Antwort liegt darin, dass diese Bestandteile natürlich in Bewegung sind. Und dadurch haben sie eine Bewegungsenergie. Und diese Energie können wir, Einstein lässt grüßen, E gleich mc Quadrat in eine Masse übersetzen. Und diese Elementarteilchen, die haben eine Wechselwirkung mit einem Feld, das wir Higgs-Feld nennen. Und in Summation dieser Wechselwirkung plus ein bisschen Bewegungsenergie und ein paar quantenmechanischen Regeln entsteht auf der Oberfläche der Eindruck harter Materie. Und da, das war Ihre Frage, kommt der Begriff her, Materie besteht eigentlich nicht aus Materie. Im Bereich des Allerkleinsten haben Untersuchungen gezeigt, dass jede Messung auch das Messergebnis beeinflusst. Da gibt es den berühmten Satz, gibt es den Mond auch dann, wenn niemand hinschaut? Was hat es mit diesem Hinschauen, mit dem Bewusstsein auf sich? Und haben diese Ergebnisse aus dem Bereich der Quantenmechanik überhaupt Einflüsse auf unser alltägliches Leben? Also wie kommt es zu dieser Geschichte? Wir haben gelernt, dass wir in der Welt des Kleinsten anders denken müssen als in unserer makroskopischen Welt. Anders deshalb, weil es dort einen Zustand gibt, den wir aus unserem Erfahrungsschatz nicht kennen. Und das ist ein quantenmechanischer Zustand im weitesten Sinne. Genauer würde man ihn kohärent nennen. Ist aber nur ein Begriff für einen Zustand, wie soll man das ausdrücken? Das Universum behält sich Optionen vor in diesem Zustand. Das Universum sagt uns noch nicht genau,
worauf es rauslaufen wird. Es sagt uns nur mal, alles ist in einer gewissen Art und Weise möglich, was gewissen Regeln entspricht. Und wie es dann genau sein wird, sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Und zwar werde ich es euch dann spontan sagen. Das ist der Zustand, so spricht das Universum mit uns in diesen Experimenten, in diesen kohärenten Experimenten. Das kennen wir so nicht. Also für uns ist alles kausal. Da gibt es eine Ursache, eine Wirkung und jemand ist da oder er ist nicht da. Und in dem Moment, wo wir jetzt aber eine Wechselwirkung mit diesem Zustand verursachen, dann muss das Universum in gewisser Weise die Karten auf den Tisch legen. Das wäre jetzt ein Messprozess. Eine Wechselwirkung, dann muss es nämlich ganz klar sagen, okay, ich bin da oder nicht da. Also es gibt jetzt eben irgendeine Wechselwirkung mit mir oder nicht als Teilchen. Welche Eigenschaften habe ich denn jetzt eigentlich konkret? Ich muss raus aus dieser anonymen schauen wir mal Geschichte. Und das ist der Messprozess. Und deshalb ist es auch eine beliebige Wechselwirkung, bei der niemand konkret zuschauen muss. Es ist also nicht so, dass die Quantenmechanik sich dann aus der Kohärenz in die Dekohärenz begibt, wenn wir einen Messprozess per Definition durchführen, wo also jemand ein Foto macht und dann das Ergebnis aufschreibt oder überhaupt nur zuschaut, sondern jede beliebige Wechselwirkung mit was auch immer führt von der Kohärenz hin zur Dekohärenz. Das ist wichtig. Ab dann ist alles glasklar geregelt. Aha, da ist ein Teilchen, da gibt es ein bisschen eine Unschärfe, aber im Prinzip ist der Rest gegessen. Und wenn man weiß, dass in jedem Kubikzentimeter in diesem Universum allein 411 Photonen sind, als Relikt des Urknalls, dann kann man sich vorstellen, wie schnell es auch dort, wo sonst gar nichts ist erstmal, wie schnell es zu dieser Dekohärenz kommt, weil diese Photonen ganz schnell an irgendwas streuen und das ist schon ein Messprozess. Also hier in diesem Raum, das sind Luftmoleküle ohne Ende, hier ist es völlig unmöglich, deshalb erleben wir hier auch keine quantenmechanischen sonderbaren Effekte, dass hier plötzlich was entsteht und wieder vergeht vor unseren Augen. Das sind ganz schwer zu präparierende Zustände, die in einem abgeschlossenen Bereich sich befinden müssen, damit sie ja mit nichts wechselwirken und nur dann, solange wir das aufrechterhalten können, sprechen wir von Kohärenz. Also insofern haben diese Dinge für den Alltag praktisch keine Bedeutung. Das ist der Grund, wieso wir hier nicht durch die Wand rennen können. Während Teilchen oder Dinge in diesem kohärenten Zustand sehr wohl als Aufenthaltswahrscheinlichkeiten beschrieben werden können. Und wenn ich jetzt hier eine harte Wand habe, eine Barriere, und hier etwas, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich hier oder da bewegt, dann kann es natürlich auch mal sein, dass diese Wahrscheinlichkeit auch ein Stück hier rausragt. Zwar klein, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber immerhin, sie ragt hinter das Hindernis. Und das nennt man dann Tunneleffekt im Endeffekt. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schafft es etwas durch eine Barriere hindurch. Das ist aber alles nur in einem speziell präparierten, kohärenten Zustand. Und in dem Augenblick, wo wir uns in unserer realen Welt bewegen, spielen diese Dinge keine Rolle mehr. Es gibt Wissenschaftler, auch Philosophen, die in der Quantenphysik eine Möglichkeit sehen, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften miteinander zu verbinden. Und sie alle stellen das Bewusstsein ins Zentrum. Zu welcher Position neigen Sie denn? Ist Bewusstsein etwas, was sich im Laufe der Entwicklung des Lebens erst nach und nach einfach entwickelt hat? Oder neigen Sie eher zu der Ansicht, am Anfang war Bewusstsein? Also für meine Begriffe hat Bewusstsein schon etwas mit Leben zu tun und auch mit Gehirn zu tun. Bewusstsein heißt für mich, dass ich die Welt nicht nur erkenne in einer gewissen Form, sondern ich könnte jetzt auch mit mir selber in einer Gedankenwelt kommunizieren und wäre mir meiner selbst in dieser Umgebung bewusst. Und das setzt natürlich eine gewisse Qualität des Gehirns voraus. Das ist schon ein sehr hoher evolutionärer Schritt. Und
Man darf aber jetzt nicht diesen Fehler begehen, in meinen Augen ist es ein Fehler, so weit gehen zu wollen, dass wir Menschen durch unser Bewusstsein, dass wir uns unser selbst bewusst sind, glauben, wir könnten dadurch die Realität in irgendeiner Form manipulieren oder verändern. Diese Ansätze, Sie haben es ja schon in Ihrer Frage formuliert, ist der Mond auch da, wenn ich nicht hinschaue, im Vorfeld? So ähnlich könnte ich ja hier diese ganze Welt begreifen als, ist das alles nur Produkt meiner Vorstellung? Und wenn ich bedenke, dass wir seit 4,5 Milliarden Jahren in diesem Sonnensystem einen Heimatplanet haben, die Erde, und dass hier ganz allmählich das Leben entsteht, an dessen bisherigem Ende wir jetzt evolutionär stehen, das Universum hat ja schon viel länger existiert. Dieses Universum gibt es 13,82 Milliarden Jahre. Und da gibt es ganz knallharte Prozesse, die da abgelaufen sind. Da gab es in einer sehr frühen Phase, in der es sehr heiß war, sind Elemente miteinander verschmolzen, in einer bestimmten kernphysikalischen Wahrscheinlichkeit. Das kann man alles berechnen, das kann man heute so beobachten. Das heißt, die Dinge, die sind so abgelaufen, da war niemand. Da hat auch niemand irgendwas sich angeschaut oder gemessen oder getan, auch sich keiner mit irgendeinem Bewusstsein irgendwas vorgestellt. Trotzdem sind die Dinge so abgelaufen. Und am Ende dieser ganzen Kaskaden entstehen dann Sterne und Galaxien und um einen dieser Sterne dann auch ein Planet mit Leben. Und da wird sich eine Spezies ihrer selbst bewusst und sie erkennt zumindest ansatzweise, wie diese Phänomene jetzt zusammenhängen. Das ist alles wunderbar, aber wir dürfen uns als Menschen nicht zu wichtig nehmen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt das Universum bestimmen durch unser Bewusstsein. Das wäre mir zu weit gegriffen. Herr Dr. Gassner, herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihr Buch.